Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator, natürlich mit dem guten Markus dabei. Eins, Ja, ne? am Häckseln. Eins, oder? Eins, ja, eins. Ich fahre ohne Stufe. Gut, gut. Ich habe auch vorhin ohne Stufe gefahren. Der ist auch nicht ganz eingestellt auf dieselbe Geschwindigkeit, Nein, glaube also ich ich. brauche die Stufe eigentlich nicht. Das ist so. Ich brauche es nur bei, wenn ich was ernten tue oder wenn ich was zum Ansehen habe oder Ja, sowas. häckseln fände ich blöd. Aber zum Nebenherfahren finde ich es perfekt. Was ich wohl ab und zu mache zum Abfahren, Tempomat 3. Ja, zum lange Strecken fahren tue ich auch meistens Tempomat 3 und fertig, weil dann brauche ich nicht die ganze Zeit W drücken. Weil zum Beispiel USA, Australien Map, wenn man die ganz langen Strecken hat, so, wenn man da irgendwie sieht, okay, die nächsten 30 Sekunden geht's nur geradeaus, Tempomat 3 rein und Hände vor meiner Tastatur. Das Das ist stimmt. dann ganz entspannt. Wir haben auch bald das Feld hier gekillt. Ja, das ist. Ich glaube, Unglaublich. das könnte sich fast im nächsten Part oder diesem Part ausgehen. Ja, das wird knapp, aber es ist möglich. Wir schaffen es Aber auf jeden Fall in dieser wir haben ja, Aufnahme. glaube ich, noch zwei Felder. Ja, aber das hier war mit Abstand das größte. Das war Aber wir schon. wollten ja Körnermais vielleicht auch machen. Mal kurz mal Ja, aber überlegt. Körnermais, ehrlich gesagt, ich möchte das jetzt hier am nächsten voll mitnehmen mit der Silage. Auch wenn es natürlich relativ aufwendig ist. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 56.000. Was ist die nächste Anschaffung, wenn ich so mal so... Das ist ja gerade die Frage, die ich mir so im Moment gestellt habe. Entweder man geht jetzt auf einen etwas größeren Drescher und macht jetzt die nächsten Parts vielleicht erstmal ein bisschen was mit Dreschen. Vielleicht auch ein bisschen dann mit Hinblick auf die Kühe mal ballen. Das, also Kühe-Mischwagen für 40.000 wäre auch was wir gut anschaffen könnten. Weil Dann braucht dann... man aber... Okay, Gras ist sowieso da, Schwader haben wir. Dann brauchen wir eigentlich nur mehr die Ballentechnik. Ja, ich möchte ihn hauptsächlich erstmal haben für Silage. Weil dadurch können okay, wir ja. nochmal 30% Stimmt, Effektivität ja. rausschlagen, ohne da groß zu pressen und zu stapeln. Übrigens, der Fendt hier im Moment, Fendt selbst hat sich noch nicht geäußert, wie das so weitergeht. Die haben wohl noch keine Fortschritte mit den Ja, die haben mit den 724 gemacht. 516er auch Probleme gehabt, aber die 516er funktionieren jetzt schon. Zumindest, ich habe es jetzt 20 Stunden schon im Test gehabt, der funktioniert. Das 724 wird wahrscheinlich der nächste drankommen, wird Ja, noch ein bisschen dauern. bestimmt. Also ansonsten muss Fendt halt einfach ja uns mal hier einen schönen Kostenvoranschlag schicken, würde ich sagen. Was wir aufzahlen müssen. Genau. Also... So viel kann es nicht sein. Ja, der ist ja hier auch schon ein bisschen was gelaufen, immer als Test. Vorführapparat, der wurde ja nur gequält. Da kann man ja eigentlich nicht den vollen Preis für bezahlen. Ja, auch wenn du vollen Preis zahlst, ist glaube ich, kann es nicht ich glaub, so 6, viel sein. 206. Wie viel hat der 12724 kostet? Knapp 200.000 und der hier 226.000. Ja, der kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar. Weil den In echt schon. Da wird ja, also wenn du einen vernünftigen willst, bezahlst du ja fast 300, ne? Also vielleicht müssen wir nur 50.000 draufzahlen. Ja. Aber dann haben wir halt auch schon einen richtigen. Das ist schon High-End, so ein 936. Ja, dann gibt's nachher nur mehr Großtraktoren. Ja. So Xerion. Ja, genau, aber Obwohl eigentlich... die kleinen Xerion, die 38, halt der 3800er, was da... Was die Mod, was du gleich auch vorgestellt mal hast. Ja. Der ist ja im Endeffekt nicht viel stärker als der nachher. Ja, der ist dann nur wahrscheinlich wegen Hundegang und so, aber doch noch ein bisschen für bestimmte Sachen besser, ne? Genau. Bisschen mehr Zugkraft. Aber eigentlich so, ich muss sagen, ich bin froh, wenn wir was Vernünftiges zum Häckseln haben. Ist auch einfach ineffizient insgesamt dann. Ja, es ist. Es zieht sich auch ganz schön, aber dann brauchst du auch einen sinnvollen Anhänger und. Ja, obwohl anhängermäßig okay, um den Big X richtig auszulasten, reichen die beiden Anhänger, die wir haben, nicht. Aber man kann schon ganz gut was wegschaffen. Ja, überhaupt, der, in dem passen halt viel rein, in den. Obwohl wir halt mit dem Unimog fahren, es ist halt so. Das tut mir immer mein Herzen weh. Ja, du magst den Unimog ja nicht, oder? Nein, halt, ich mag schon den Unimog, aber. Der ist nicht für solche Lasten. Da ist es immer so, oh, man geht rein, man gibt den Motorschaden, man gibt den Motorschaden.
bin gerade am Überlegen. Also, unsere nächste Investition, die steht ja kurz bevor eigentlich. Wenn wir die Sache hier mit der Silage abgeklärt haben, sag ich mal, dann brauchen wir das ja, die nächste Ja, auf jeden Fall. Investition. Und worauf hättest du denn am meisten Lust? Puh, es ist schwer zu sagen, was sinnvoll wäre, was Geld bringt und was Spaß macht, was einmal eine Abwechslung wieder ist. Ja An sich klar, ist wenn wir der. jetzt weiter auf Silage setzen, wäre es mal wieder, ja, wäre nicht so ganz optimal, glaube ich. Sich ist der, wenn wir sagen, der Futtermischwagen gut mal für zwischendurch was und kostet auch nicht viel, halt 40, der ja. ist ja im Endeffekt jetzt schon herinnen. Ja, und im Prinzip brauchen wir den auch für später. Also das ist schon eine sinnvolle Investition. Und dadurch, dass wir dann doppelt so viel Effektivität bei den Kühen haben, rechnet der sich auch relativ schnell. Und ja, Big X wäre halt interessant oder sowas, halt ein Häcksler, Ja, aber das aber ist dann haben noch wir wieder zu. Silage. Das ist noch zu heftig in der Zukunft. Da brauchen wir 500.000 und nach der Silageaktion haben wir vielleicht 200.000 oder so, wenn wir Glück haben. Ja, um 200.000 werden wir nicht viel bekommen, auch nicht viel Dreschermäßig. Ja, Dreschermäßig, aber dann würde man zumindest, da ist es schon einfacher drauf zu sparen, weil der Hexer, der ist ja wirklich schon sauteuer. Ist ja eigentlich das teuerste, was es so gibt. Vielleicht noch der Vollernter. Ja, wir könnten natürlich einen Einreigen kaufen. Da habe ich auch schen drüber Den nachgedacht. Kadette einladen. Aber den fahre ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist noch, also ich treffe die Bahn einfach nicht, die eine. Ja, ich glaube, das ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe den einmal ausprobiert, habe es auch irgendwie Kadett nachher hat's hingekriegt, nach immer. 5 Minuten hingeschmissen. Vielleicht hat er da Real-Life-Erfahrung oder so. Der Zuckerrüben, der ist ja breiter, oder? Der Zuckerrüben ist breiter, ja, der macht auch Sinn. Den habe ich damals im Let's Play selber benutzt. Im ersten. Das war so am Anfang so alles, was wir an Getreide hatten, erstmal 2, 3 Runden Rad zu machen. Dann alles an Getreide verkauft und dann davon das Rüben-Equipment gekauft. Okay. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, der ist vielleicht 2 Meter breit oder so. Also so ähnlich wie der Hexer, sag ich mal. Und dann halt Rüben, die extrem viel abwerfen. Also das hat Sinn gemacht. Natürlich ist Rüben irgendwie auch wieder so eine Sache. Da brauchst du dann große Möglichkeiten, die abzutransportieren, einfach weil die Mengen so hoch sind. Ja. Und wir haben nur einen Akkuliner, der Rüben transportieren kann. Der hier kann, glaube ich, nicht. Nein, nein, der kann. Das ist ja eigentlich auch dann. Naja. Das Man. wäre. Obwohl theoretisch Da kannst du brichst du aus mir nach, Rüben. da brichst du mir nachher mein Herz. Obwohl theoretisch kann man ja aus Rüben in einer Biogasanlage Silage und so. Hä? Wirklich? Ja, klar, es geht da eigentlich nur um den Zuckergehalt. Also Okay. um Kohlenhydrate. Die Ja, vergären ja. stimmt schon, Und ja. Na, jedes pflanzliche ist wie viel mit Prozent Pflanzen. hast du? 98, ich wollte gleich Stopp sagen. Stopp. So, dann machen wir wieder eine schöne Übernachtfahrt. Ich fahre aber irgendwie echt gerne ab, gerade im Dunkeln. Also das ist eine der Arbeiten, die ich am liebsten wirklich auch im Dunkeln mache. Ja, da ist es. Da kann man das Licht schön aufdrehen. Genau, Licht oder halt, ja, einfach ganz gemütlich so. Genau. Aber das Licht braucht man eigentlich in der ist ja nicht wirklich. Ne, das ist, finde ich, auch so ein bisschen schade. Die Nächte sind zu hell. Ich habe heute mit einem gesprochen, der hat den Real Lights Mod schon ausprobiert, den neuen. Der dürfte ein bisschen besser sein als der im Herbst. Aber der ist immer noch sehr dunkel, ne? Ich habe ihn selber noch nicht ausprobiert. Ich muss mir erst anschauen. Ja, ich habe mir auch angeguckt, also die Nächte sind schon echt schwarz, aber. Man braucht halt dann sinnvolle Fahrzeuge, so wie die Fendt waren, halt die, oder der Fendt glaube ich auch, der hat ja hinten Licht wie ein Christbaum so ungefähr. Ja, der hinten nur richtig die Flutlichter am Stadion ersetzen Und kann. vorne auch. Und da kannst du sicher fahren, aber sonst mit den ganz normalen Standardfahrzeugen, da bist du glaube ich ziemlich schnell einmal am Ja, Ende. das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und du brauchst halt einen wahnsinnig guten PC nach, aber das habe ich gehabt damals, wo ich meinen Laptop noch gehabt habe. Da habe ich ja nur auf mindere Einstellungen gespielt. Und Und da war es Licht einfach so, zieht irgendwie ziemlich viel, ne? dass du das Licht ja nur entweder vorne oder hinten einschalten hast können. Und dann habe ich einfach überhaupt nicht fahren können, halt nicht spielen können auf den einen Server, wo ich da mitspielen wollte. Wegen Dann habe ich Real gesagt, nein, Night. ja, weil es nicht geht, weil
Siehst entweder ich habe vorne das Licht oder ich habe hinten das Licht. Naja, super, danke. Aber ich spiele ja immer, also ich habe eigentlich auch noch nie auf was anderes als das Maximale gespielt bei LS13. Aber deshalb waren ja auch die ersten Kommentare cool. Hey, warum ist denn bei dir da, wie heißt das? Die Gruppe Textur und C-Textur, so schief. Ja, genau, zum einen. Und zum anderen, hey, warum gehen bei dir beide Lichter an? Oder beim Drescher auch dieses Rohrbeleuchtung da, die gibt es glaube ich auch nicht auf Low. Weiß ich gar nicht. Und da sind dann auch einige, hey, hast du ein anderes LS? Ist das ein Mod? Kannst du mir mal deine Echse schicken und bitte auch deinen Key? Meiner funktioniert nicht. So, du müsstest jetzt so um die 70.000 schon haben, glaube ich. Cool war auch, ich kann keinen LS-Spielstand starten. Ich habe mir jetzt einen runtergeladen. Der geht, aber der ist ja schon total weit. Kannst du mir mal einen schicken, der gerade erst angefangen hat? Hä? Warum kann der keine eigenen erstellen? Ja, das John, ist halt... Nee, ne? So. Manchmal Leute, die muss man nicht verstehen. Der ich verdichte aber eh nachher mit dem Radler, halt, du brauchst nicht mit dem Unimog verdichten. Ja, das macht schon eher Sinn. Ich denke mal gerade... Das haben wir eigentlich hier drin, okay? 110 sind durch 3, 35.000. 33. Ja. 33. Ich hab mal so Pi mal Daumen. Ah, nein, E35 stimmt schon, ein bisschen mehr sogar. Also 35, dann haben wir 110.000. Ist wahnsinnig. Und einen Radler, da haben wir schon aus der ganzen Aktion rausgezogen. Also so schlecht war das nicht. Ah, der Radler, der war schon sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Gerade weil wir jetzt, ich denke mal, irgendwann machen wir auch nochmal eine Meme-Mission und Mission. Eine Meme-Runde irgendwie. Obwohl für BGA vielleicht jetzt mittlerweile doch nicht mehr so ganz so sinnvoll. Mit dem Hexler machen so, wir dann mehr. So, mein Bunker ist voll. Wo wolltest du mit dem GTA hinfahren? Mit dem GTA. Eigentlich wollte ich damit grubbern. Okay. Aber ich weiß nicht. Eigentlich sind wir eigentlich so gerade beide ausgelastet. Es müsste ja eigentlich auf dem Feld der der Gruber herumstehen. Da habe ich ja angefangen ins Grubbern, oder nicht? Ja, genau. Und da wollte ich ja mit den 380 hin. Achso, da bin ich ja immer nachher gewechselt, einfach nur, glaube ich. Ja, genau. Der 380 GTA, der wäre dann auch gut für den Mischwagen. Der kann den dann immer befüllen. Genau. Zum Befüllen, zum Hexer, zum Weißt du was, den Mischwagen, ich glaube, das wird erstmal die nächste sinnvolle Investition sein. Und dann gucken wir mal, worauf wir sparen können. Ja, der Mischwagen, sagen wir so, der ist auf jeden Fall im Preis drin. Und du kannst dir dabei einmal einen Kredit zurückzahlen. Ja, genau, also ein Stück Kredit zurückzahlen, dann Mischwagen. Und dann mal gucken, womit wir in nächster Zeit mal viel Geld verdienen. Damit es dann auch irgendwann wieder richtig vorangeht. Obwohl wir haben eigentlich viel, sag ich mal, Umsatz gehabt. Viel verkauft, viel wieder gekauft. Boah, aber es ist immer noch irgendwie komisch, wenn ich mir überlege, dass ich am selben Punkt, wo wir jetzt nach 110 Parts oder so sind, beim letzten Projekt, weiß ich nicht, als ich da bei 110 Parts war, da ging es mehr so darum, worauf hat er Lust? Wir haben doch schon alles. Und jetzt ist es wirklich noch so, wirklich kämpfen um sein Geld. Aber ich mag es so hier irgendwie lieber. Ja, sicher, weil... Sonst ist es so, zu schnell immer vorbei, halt. Ja. Ich habe auch mit Leicht erst einmal was gemacht und dann habe ich mir gesagt, na no, super, da fahrst du nur mal das, was du am Anfang im Silo hast, ab und kaufst du gleich einmal... Keine Ahnung, den größten Traktor so ungefähr. So schlimm ist nicht, aber so in der Art halt. Ja, klar. Also wenn man dann, wahrscheinlich wenn man sich so richtig schön das Silo am Anfang voll fährt auf leicht und dann verkauft, dann kann man wirklich, wenn man das denn möchte, alles für eine Sache ausgeben und dann so was Großes kaufen. Ich meine, das haben wir alle. Man hatte bei leicht zum Beispiel die Silos am Anfang ja mit was gefüllt und ich glaube, wenn man das verkauft nur, kann man sich zumindest schon die zwei Felder da kaufen, noch bei der Standard-Map. Ah, ich glaube nicht beide. Also es müssen überall 20.000, obwohl auf leicht doch. Das könnte sich schon, ja, das könnte sich fast ausgehen. Du hast in jedem Silo 20.000 drin. Und dann hab ich, und das, was ich überhaupt nicht verstehe, das Statik-Equipment mit den 4 Gramern, was wir da haben. Ja, das war Quatsch. Da hätten sie ein
Oder maximal zwei, wenn sie unbedingt mehrere wollen. Ich hab's nicht verstanden, wieso die eingestellt haben. Ich habe direkt alle verkauft. Ja, das war das auch das Erste, was ich mache immer. Halt bei dem Standardspiel, wo ich angefangen habe, mal das Erste, was ich mal mit den Kramern zum Händler gefahren und verkauft. Ja, das ist irgendwie eine Schnapsidee gewesen mit den... Vor allen Dingen gerade an der Kuhwiese und an der Schafweide. Was willst du da mit den Dingern? Ja, du kannst es halt nur nehmen, dass du... Zum Hinschauen. Und säen. Das ist das Einzige, was die transportieren können, vernünftig, sinnvoll vom Gewicht her, ist die Sämaschine. Genau, weil beim Hänger, da strengen sie sich ja auch schon extrem an. Ja. Und weißt du, was ich immer so ganz sinnvoll nach 15 Minuten tue? Ja, so auf eine Taste drücken, dass der Bart zu Ende ist. Das ist übrigens bei mir die Ä-Taste. Die Ä? Die Ä-Taste. Okay. Und ich würde da mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.